Hallöchen, wir sind wieder bei Escape from Tarkov. Bei mir ist Ralle und wir sind auf Factory. Ist stockduster. Ob das jetzt eine gute Idee war? Oh, ich höre da hinten auf jeden Fall. Ich sehe nur niemanden. Wir sind voll aufgeschmissen, glaube ich. Wir leuchten wie Sau. Wir sollten die Taschenlampe auslassen, oder? Dann sehe ich nichts mehr. Nee, das ist scheiße. Ich höre schon Granaten. Ich auch. Wir sind am Med-Tent übrigens. Muss man die alle auf einmal machen? Weiß ich nicht. Ich habe schon gescoutet. Ja, ich auch. Wir könnten hier campen. Dann lass doch hier rein und die Tür zumachen. Weil... Jo. Das war super. So machen wir das. Oh ne, ich darf nicht zu weit nach hinten gehen. Jo, so machen wir das. Erstmal lauschen. Genau, finde eine gute Idee. Wir brauchen die Ausgänge. Aber wir sind ja auch keine Factory-Experten. Da kommt wer. Wenn die Tür aufgeht, knallt man weg, oder? Mhm. Ihr seht ja, dass sie schon mal offen war. Das stimmt, von daher weiß der. Kann man wieder abschließen? Das wäre eigentlich witzig. Ich glaube nicht. Wäre es dann klüger gewesen, sie aufzulassen, dass einer einfach reinrennt? Ja, tatsächlich ja. Aber dann schmeißt er vielleicht eine Granate vor ihr rein, sind wir auch am Arsch. Vielleicht kommt er ja auch nicht. Vielleicht kommt ja niemand her. Die gehen alle. Spieler gehen ja mal schnell raus. Ja, und dann gucken wir. Das Keller, hier einmal. Keller unten. Wenn die Skeps da sind. Ja. Keller weiß ich, wo der ist. Gate 3 ist auch klar. Wo ist denn Gate 0 nochmal? Ne, Gate 0. Welches Teil des Gebäudes ist denn das? Jetzt einmal geradeaus, doch ich weiß, wo das ist. Okay. Wäre richtig scheiße, wenn Tagila da wäre, ne? Überlebst das ganze Ding und dann klatscht er dir den Hammer auf den Schädel. Ich glaube nicht, dass nachher Skeps reinkommen. Das heißt, wir müssen wirklich bis auf den letzten Moment warten, ne? Weil ein Skef geht ja nicht um die Uhrzeit hier rein. Das wird ein scheiß Video, wenn sich das jemand anguckt, ne? Es macht nichts, wir müssen hier durch. Aber was meinst du mit letzten Moment? Weil irgendwann kommen ja die Spieler-Scavs. Ja, glaubst du, dass nachts Spieler-Scavs reinkommen, die hier gar nichts sehen? Ach so, nee. Stimmt, du hast recht. Ich habe auch nie Nacht angeklickt, weil ich dachte, hier sind ja Lampen. Ich habe auch gedacht tatsächlich, dass die Karte normal ist wie immer. Aber jetzt wissen wir es, haben wir es rausgefunden, das ist ja schon mal gut. Wir sind so räudig. Ich sehe Licht. Ja. Gib mir Deckung, ich lade nach. Mach den Laserpointer aus. Ich lade auch nach. Ich guck erstmal. Halb, ich lade nach. Na, wer war's? Level 40er. Sie haben geguckt, wer ihn erwischt hat. Ach so. Milhauser. Ah, deiner, geil. Milhauser. Aber der ist auch.
Der ist jetzt auch nicht so voll hier reingegangen. Nee, eigentlich leer, ne? Mhm. Ich steig den ganzen Rucksack ein. Mach ja. Soll ich die Tür erstmal wieder zumachen? Ja, wenn du kannst. Ich sehe gerade nichts, wo, in welche Richtung gucke ich denn überhaupt? Achso. Hockst du noch da vorm Karton? Ja, ne? Ja, okay. Mach die Taschen aber aus, die sieht man echt durch die Wand, ne? Ja, deswegen wusste ich, dass der kommt. Oh Mann, so. Ja, jetzt passt's. Wenn der jetzt einfach 3 Doc-Tags dabei gehabt hätte, hätten wir einfach laufen können. Dann hätten wir Zeit, das stimmt. Der wird sich ein bisschen ärgern, ne? Also das ist ja auch, das ist ja wirklich eine Arschloch-Taktik. Geben wir es gerne mal zu. Wo wollen wir denn gleich laufen? Ich würde Keller rausgehen, weil den müssen wir nochmal aufschließen. Ich würde gleich Gate 0. Warte mal, wir sind Mad 10. Gate 3 ist auf der anderen Seite, ja. Ja, ja. Wir müssen weit laufen, wirklich. Es sind noch Spieler da. Ah, vom Zelt darüber, das geht eigentlich. Ich mach mal Laserpointer aus. Wir haben genug Licht hier drin, wenn der kommt. Lausche. Saleva hat ja noch. Gar nicht laut. Nee, habe ich auch gerade gedacht. Mache ich auch nicht mehr. Man den Laser auch durchsieht, würde ich ja gerne mal wissen, weil die Taschenlampe hat man voll durch die Tür gesehen. Ich glaube, den Laser siehst du nicht. Okay. Es tut uns leid, sorry für diese Taktik. Aber Factory zu zweit. Mit unseren Fähigkeiten. Guck mal, wir haben schon ein paar Minuten überlebt. Warum ist es teilweise grün markiert? Weil es offen ist. Oder schon benutzt. Nee, weil es schon, schon benutzt wurde, glaube ich, oder? Aber hier, bei mir ist ein anderer angezeigt. Gate 3 ist bei mir angezeigt und Mad Tent nicht. Bei mir ist Mad Tent angezeigt, weil ich schon mal dran war. Geh du mal hin zum Mad Tent in die Ecke, dass der kurz zählt. Geh mal kurz gucken, wenn du da in die Ecke gehst, an die Tür. Jetzt guck mal, ja, genau. Ja, stimmt. Das heißt, da war schon wer. Das heißt, da ist auf jeden Fall schon ein Spieler raus. Keller und Gate 0 noch nicht. Zeit ist, wie viel Zeit wir verstreichen lassen wollen. Das ist eine gute Frage. Sicher wären, wenn wir in den letzten 5 Minuten da durchlaufen. Ja. Nur wir sehen halt nicht aus wie Skeffs, ne? Überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass Skeff-Player hier rumrennen, oder? Weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Kannst du mir auch nicht vorstellen. Warte mal. Wenn, dann sehen die uns wahrscheinlich nicht, weil die nicht meine Taschenlampe haben. Ich höre Laufen. Ich höre kein Laufen. Ich höre bei mir Schritte vor der Tür, ja. Jetzt höre ich Schritte. Der Haken ist übrigens dran. Ich glaube, wir hätten direkt rausgekonnt. Ich glaube, wir brauchen die nicht alle auf einmal. Wir müssen das nicht in einem Run machen. Müssen wir denn rauskommen, damit das zählt, oder müssen wir nur einmal da gewesen sein? Wir müssen, glaube ich, nur da gewesen sein. Müssen wir in der Runde auch raus? Ich hab mir, warte mal, wo ist denn Scout hier gerade?
Ist schon abgehakt, da steht nur viermal locate. Da lacht Tagila. Du hast recht. Tagila hat gelacht. Wollen wir hier rausgehen? Ja. Was für eine Dreckstaktik. Und dann lacht noch Tagila, ey. Eieieiei. Eieieiei. Also der Typ ist auch ohne Nachtsichtgerät rein, ne? Ja. Ja, der war einfach nur mit Helm und so. Das war Taschenlampe hat er dabei gehabt. Das reicht ja im Prinzip auch. Du brauchst ja kein Nachtsichtgerät. So, you say Headshot mit der MP9. Ja. Insane, Joe. Joe, so insane warst du nicht. Sorry, Joe, das war wirklich eine Arschlochaktion. In einer anderen Situation hätte er uns einfach so über den Haufen geschossen. Wahrscheinlich schon, der ist Level 40. Und wir haben ihn einfach weggecampt. Wobei ich mich frage, mit welchem Zweck, also gut, hat er irgendwas gequestet? War der nur so da drin? Was wollte der da nachts? Wir haben ja auch noch Quests, ne? Ich mach mal kurz ein Aufnahmepäuschen, bis gleich. Da sind wir wieder, nächste Runde. Wir sind wieder auf Factory nachts. Oh Gott. Wieder hier. Oh ja. Ich habe irgendwas gehört. Ich auch. Brauchen wir Taschenlampe? Welche Strategie? Wollen wir einmal rüber zu Gate 0 oder? Na, wir sollten uns irgendwie bewegen, ne? Das klingt irgendwie nach oben. Sollten wir runtergehen in den Keller erstmal? Weiß nicht, ob das besser ist. Können wir versuchen, ja. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich muss die Taschenlampe anmachen, ne? Willst du looten oder nur gucken? Gucken. Bist du schon links um die Ecke gegangen? Ja. War doch nie. Willst du hier irgendwo campen eine Zeit lang? Wollen wir nach Schritten hören. Wirklich hier campen an der Stelle? Ne, hinten in dem Raum würde ich sonst campen, in dem großen. Ich glaube, du hockst auf mir drauf, kann das sein? Cool. Du bist immer noch beim Haufen? Ich hocke in dem Haufen drin, ja. Siehst du meinen Laser? Ja, nur den Punkt. Boah, das gefällt mir gar nicht. Da schreit ein Scav. Wie hättest du es denn lieber? Wie willst du dem coolen Punkt kommen? Oh, ich hätte halt gern, dass die Spieler rausgehen, ne? Es wurde noch kein Ausgang benutzt. Ich stehe aber auch so beschissen. Okay, wir können auch weg. Also wir müssen hier nicht. Oh. Nee, ich sag nur, ich stehe beschissen. Taschenlampe? Nee, ich mach die wieder aus. Ich wollte nur gucken, wo ich gerade hinziele. Dum, 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 dum. Hast du einen Schritt gemacht? Ist schon Tote? Nee. Ja, ich habe schon Skeff geschreien hören. Einzelschusswaffe. Die macht aber ordentlich Wumms, sie hört sich krass an. Schrotflinte, ich weiß es nicht. Mosin? Ich weiß nicht. Wo hockst du denn genau eigentlich? Andere Seite bei den Holzkisten, einmal durch. Ja, okay.
bisschen im Schatten. Das war mein Schritt. Ja. Wenn hier einer die Rampe runterkommt. Das höre ich übrigens. Oder bist das nicht du? Doch, das war ich. Okay. Könntet ihr bitte alle rausgehen, Spieler? Ich weiß nicht, ob man das sieht, ob man rausgeht. Ich weiß nicht, was das genau zu heißen hat. Ich glaube, das ist hier schon benutzt worden. Wo kommen wir denn gleich wirklich an und raus? Wir müssen nachher einmal richtig mit Dings durch die Gegend laufen, mit Taschenlampe. Mhm. Einmal Ausgänge filtern. Ich weiß noch nicht, ob das tagsüber nicht sogar geiler ist. Hörst du das Weinen? Welches Weinen? Von dem Skeff. Nee, höre ich nicht. Okay. Ein Headset ist besser. Ja. Glaubst du, hier unten kommt einer lang? Von Spielern? Ich weiß es nicht. Scav-Player wird es hier unten nicht geben, glaube ich. Die könnten aber hier unten spawnen. Theoretisch. Wobei es noch zu früh ist. Ja, bei 11 Minuten wird es losgehen, ne? 11, 12 Minuten, vielleicht mal ganz früh 14. Ja, 14 war das längste, was ich hatte. Wir sind noch bei 19. Aber wenn meine Theorie stimmt, ist noch keiner rausgegangen. Ich weiß es nicht. Was entweder bedeutet, dass alle tot sind oder... Bei mir war Intent ja auch nicht angezeigt, ne? Ja, weil du noch nicht dran warst. Ja, aber warum dann Gate 3 angezeigt? Da war ich ja auch nicht dran. Nee, weil keiner rausgegangen ist bei Dings. Bei Gate 3 vielleicht schon. Ja, bei Intent wurde dir ja angezeigt, weil du dran warst oder warum? Ja, gehe ich von aus, genau. Weil ich selber dran war. In dem Moment, wo ein Counter anfängt zu zählen, glaube ich, wird das als grün angezeigt. Ja, dann hätte es bei mir auch grün angezeigt werden müssen, weil du den ja schon angetickt hast. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Strategie so funktioniert. Vielleicht ja auch nur, wenn einer ganz rausgeht, dass es für alle angezeigt wird und sonst nur für einen selbst. Wir können das ja einmal in den Kommentaren bestimmt beantwortet bekommen. Das wäre super, wenn da einer Ahnung von hat, schreibt das mal bitte rein. Was heißt denn das? Das müssten wir googeln. Ja, das geht gar nicht. Googeln ist out. So, wollen wir bei 17 Minuten los? Wo lang? Wir müssen ja erstmal wieder an die Oberfläche. Ich würde sagen, hinten rechts rum, Richtung... Oh, also Office würde ich ja... Ich habe noch einen Skeff schreien hören. Ich auch. Aber ohne Schüsse. Der läuft irgendwo verwundet rum. Ja. Wer lässt den denn leben, sag mal? Jemand ganz perfides. Ist irgendwo bei dir in der Ecke da, oder? Mhm. Ja, oben in dem Raum, wo wir die Schräge runter sind. Das ist so richtig eine scheiß Situation. Irgendwie. Man hat so keine geile Taktik. Man will auch nicht einfach drauf gehen. Oh, in Lighthouse einfach einen Strand setzen. Das wäre schön. Ja, eine Offline-Runde, ne? Und so sind die Spieler. Wenn die Spieler jetzt weg sind und die Farben nicht leuchten, dann alternativ ist, dass noch vier Spieler hier sind. Oder tot. Oder tot? Drei Stück können ja auch tot sein. Das stimmt. Du wolltest los, ne? Wäre die Idee. Da unten kommen wir zum Scav-Ausgang, wenn wir hier lang gehen bei dir. Ja, ja. Dann kommen wir aber auch bei Gate 3 raus. Man darf nicht
langsam sein. Wo war denn der? Bist du schon oben? Nee. Ich bin noch nicht oben. Wo bist denn du? Bist du weitergelaufen, ja, den Gang? Ja, ich bin rechts von dir, wenn du rauskommst. Okay. Weil hinten ist Gate 3. Ja, lass uns da jetzt erst hingehen. Vorsicht, da kann ein Camper sein, ne? Ja. Ne, hier ist Gate 3? Ja. Nee. Doch, an der Tür. Ach, Gate 0 meine ich. Wollte ich gerade sagen, das ist Gate 0. Ich mach mal Licht aus. So, ich hab den... Tür wieder zu. Bist du draußen? Oder ich bin drin, ich bin drin. Wo bist du denn? Du bist gar nicht hier drin? Doch, ich bin vorne schon. Hier. Ja, okay. Ich geh da rein. Bist du hier drin? Ich bin hier drin, ja. Hier ist ja noch eine Tür. Hier gibt es zwei Türen. Wo ist der Typ denn jetzt hin, aber? Linke Seite von dir. Da in dem Raum. Nicht, dass du auf mich schießt. Wollen wir raus oder was ist unser Plan? Hier ist ja definitiv noch ein Spieler irgendwo. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Be careful. Ist ja noch Gate. Schön hell. Leitflamme. Lichtflamme. Aua. War doch nicht hell, wa? Nee. Dann gehen wir jetzt zum Keller. Ja, erst Keller und dann Gate 3. Darf sie nicht aus dem Auge verlieren, sonst weiß ich nicht mehr, welcher du bist. Und warte mal. Da hinten ist ein Spieler gerade durch. Ist auch noch ein Skeff. Hat zwei Skeffs, muss nachladen. Boah, den Spieler hier, den habe ich voll beschossen. Der ist hier umgefallen. Ich bin neben einem LKW. Ja, ich bin in der Ecke. Ich hab zwei Skeffs geholt. Hast du Taschenlampe an, ja? Noch ein Skeff. Du kannst doch hier bei mir lang. Glaube ich. Ich komme zu dir. Ich komme auf deine Taschenlampe zugelaufen, ich sehe dich. Ja. Boah, dass der Spieler das überlebt hat, ey. Scheiße. Wir sind gleich beim Keller. Hier unten ist der Keller. Ich seh nichts. Hab ihn. Das ist nur einer. Der ist über mir, oder? War oben auf der Treppe, da ist er. Nachladen. Ich auch. Keller ist hier. Einmal rein, dann hast du's. Mhm. Gate 3 können wir auch noch schnell. Warte, lass mich kurz nachladen, bitte. Muss meine Magazine auffüllen.
Sonst bin ich machtlos. Ehrlos. Ich habe nur das eine Magazin. Nee, doch nicht. Ich habe nur eins mehr. Oh, das war übel da oben mit dem Spieler. Ich hoffe, der ist jetzt weggelaufen, ey. Nicht, dass der da irgendwo abkämmt. Elf Minuten gleich kommen, wenn dann Scav-Spieler, ja. Okay. Bist du soweit? Bin soweit. Oben an der Treppe. Bin hinter dir. Muss eben gucken, dass ich das richtig hab. So. Wir müssen eigentlich nur hier hinten durch. Willst du im Dunkeln laufen? Ja, warte, links ist was. Ja. Ich brauch Licht. Also ja, sieht ja uns auch volle Pulle, ne? Ja, das ist schon. Das wir müssen ja nur noch hier vorne geradeaus durch. Pass auf, der kann sein, dass der da campt, ne? Ich mach die Tür auf. Warte, ich mach die, andere mal zu, warte mal. Okay, ich... Oh Gott, komm weg da. Sicherheitsgranate rein. Ich werfe eine Granate. Komm weg da. Yes. Keiner. Dann gehen wir raus, was? Würde ich auch sagen. Oh. Sehr schön, sehr schön. Haben wir's. Easy. 10 Zeller, 0, 3, ja, stimmt. Office. Wenn jemand mal Hilfe braucht bei einem Scout Run, wir haben da die beste Taktik. Tutorial. Die besteste Taktik. Du hast einige Scavs gerockt, ne? 5 Stück. 5, ja. Ich glaube, ich habe keinen getötet. Alle mit Headshot, verrückt. Nee, ich habe gar keinen. Den Spieler habe ich nur schwer verletzt. Obwohl ich ihm eines Knie geschossen habe. Ja, gut, vielleicht hat er sich gerade gebückt. Der stand auf der Treppe. Ich hab dem in die Beine geschossen. Wie soll ich da deinen Kopf getroffen haben? Abpraller? Querschläger? Abpraller? Ja, war mit Sicherheit ein Querschläger. War sehr geil. Das war Factory Scout Run. Naja, Run würde ich es nicht nennen. Nennen wir es Walk. Ich bin schon mal gelaufen. Ja, ja, zwischendurch. Weißt du, wenn wir nicht so, wenn ich nicht so ein Schisser wäre, dann hätte ich ja gern den anderen noch offensiver angegangen, aber. Wir sind halt Schisser. Ja, ist nicht schlimm. Aber jetzt kriegst du auch den Key, ne? Das ist witzig. Wo ist denn die Scout? Von wem waren das nochmal? Mechanic. Ach. Yo, complete. Guck mal, jetzt kannst du den Schuss wieder verkaufen, hast deine Kohle wieder drin. Oh, es gibt Backdoor. Was ist denn das? Eine neue Quest? Auf Reserve, okay. Was muss man machen? Hab ich nicht, ist Reserve. Ein Power halt, ne? Secret Exit on Reserve. So, ja, Factory. Cool. Ich werde meinen Schlüssel einmal direkt wieder zum Verkauf anbieten. Ich auch. Also ich kann, wir können ihn teurer verkaufen, als wir ihn eingekauft haben. Das ist doch schon mal schön. So. Siehst mir nach, ich muss einmal Angst strohlen. Bis gleich. Bis gleich und vielen Dank fürs Zugucken an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da. Ciao. Ciao.